Worüber ich mich zu Weihnachten freue, ist, wenn wir wieder alle am Tisch sitzen können, der Weihnachtsmann kommt und Corona bis dahin längst weg ist. Das wird ein schönes Fest werden. Darauf freue ich mich. Ich freue mich dieses Jahr zu Weihnachten ganz besonders auf die Zeit mit meinen Lieben. Und zwar, dass wir endlich mal in Ruhe und ganz viel Zeit haben, miteinander zu spielen. Meine Kinder sind endlich in dem Alter, dass wir auch richtig gegeneinander und ernsthaft spielen können. Also von Romy über Uno, über das verrückte Labyrinth und Skippo. Und das ist das Schönste, wenn die ganze Familie an einem Tisch sitzt und ganz lange quasi damit beschäftigt ist, zu spielen und rauszufinden, wer am Ende gewinnt und es dann auch richtig gönnen zu können. Auf die gemütlichen Festtage mit den engsten Verwandten und darauf einfach mal gemütlich vor dem Kamin zu sitzen. Ich freue mich dieses Jahr besonders auf die ganzen Weihnachtsessen, die es geben wird. Ich bin seit letztem Jahr Weihnachten Vegetarierin und deswegen bin ich gespannt, wie mir insbesondere die vegetarischen Gerichte dieses Jahr schmecken werden. Und wir essen auch jeden Tag, also am 24., 25., 26. Und ich bin natürlich auch ganz gespannt, wie die Gespräche dann aussehen werden. Das Jahr hat jetzt ja nicht so viel Positives mit sich gebracht, aber ich hoffe, dass dann gerade an Weihnachten man sich auf die schönen Dinge besinnen kann. Besonders mit meinem kleinen Sohn wieder dieses super kitschige Weihnachtsdorf aufzubauen. Das von meiner Schwester ist, die ist vor 3 Jahren verstorben und dann haben wir auch noch was wir so mit ihr in Verbindung bringen können. Dann habe ich das natürlich ein bisschen personalisiert, da ist ein VW Käfer drin, ein VW Bus, was im viktorianischen Weihnachtsdorf natürlich nichts zu suchen hat. Und wir haben unseren Hund dann auch noch als Figur gefunden und dann ganz prominent da reingestellt. Wie jedes Jahr eigentlich auf unsere Weihnachtstradition mit den super leckeren Weihnachtsessen, mit dem Weihnachtsspaziergang und natürlich die Bescherung, die darf nicht fehlen. Ehrlich, ich freue mich erstmal aufs nächste Jahr. 2022 wird sicherlich auch nochmal genauso spannend wie 2021 für uns bei Bonsai. Mit neuen Kollegen, Kolleginnen, mit neuen Kunden, Kundinnen, mit vielen, vielen spannenden Projekten, Kooperationspartnern, echt eine mega Zeit, die wir hatten. Ja, was ich mir vielleicht dann vornehme, ist beim Glas Rotwein vielleicht auch das ein bisschen zu genießen zwischen den Jahren, um dann wieder voll durchzustarten. Und wenn ich dann gerade beim Genießen bin, vielleicht auch ein kleiner Tipp für Sie. Sie werden vielleicht oder hoffentlich ganz sicher in der Post, im Office oder zu Hause diese beiden Magazine von uns entdeckt haben. Sie lesen sich eigentlich gut, sind ein bisschen die Idee, Bonsai und das, was Bonsai macht, auch mal in anderer Form darzustellen. Wir nehmen uns das jedes Jahr vor, statt Newsletter, spannende Geschichten aus dem Markt, die man vielleicht nicht immer so mitkriegt. Und sowas kann man natürlich auch mal zur Weihnachtszeit zwischen den Jahren bei einem Glas Rotwein genießen. Ich wünsche Ihnen und uns allen für das neue Jahr alles Gute, vor allen Dingen beste Gesundheit, weil, wie Schopenhauer schon richtig gesagt hat, all das, was wir hier machen, wo wir riesigen Spaß dran haben, ist alles nichts, wenn wir nicht gesund sind. Und das wünsche ich uns allen, Ihnen zu Hause, Ihren Familien, und genießen Sie die Zeit, spannen Sie ein wenig aus und haben Sie unheimlich viel Spaß.